Dann sicher, ja, was zum Ziel. Mario Ritter aus Leverkusen, 32 Minuten und 33 Sekunden seine Laufzeit. An der hervorragenden Leistung, vor allem, wie man sieht, wie locker er diese Leistung erbracht hat. Zweiter und dritter, 34 Minuten und 20 Sekunden für den Sieger des Fußballfahrtens. Und hier haben wir einen Rekord für den Durchzugstreckenrekord und zwar mit einer tollen Leistung. 34 Minuten und 31 Sekunden. Nach vorne hat es geht, kommt sie ins Ziel. Ganz hervorragend, Melanie. Die Zeit wurde übrigens in deutschen Westbesten nicht eingetragen werden können, weil wir hier einen offiziellen Straßenwart haben, der nicht dagegen vermessen ist. Das heißt, mit 34,5 Minuten ist auf die Zielverfahren der deutschen Westbesten ein kleines Kamerad. Komplettität. Ja, eine 35er Zeit läuft. Und Bernd Stecker, auch noch mit einer 35er Zeit. Ja, das ist besser, 45. Immer Westdeutscher Meister bei 10.000 Meter vor 3 Jahren. Mannschaftssieger auch mit dem deutschen Durchbruch. Und hier fährt er da. Rechts vor der ersten Fahrer. Prima, das wäre schon hervorragend. Zeit auf einer anderen Chance, aber die geht gut. Knapp in 36 Minuten. Nicht ganz geschafft, aber 36,01 dann Laufzeit. Und mit der 188 im Ziel. Ein Läufer, der hier wirklich locker die Ziellinie passiert. Den hat es leider nicht hier erfasst. Und der Bernd Mayer, der Senioren-Triathlon-Weltmeister auf der Sprintdistanz, 36 Minuten und 15 Sekunden sind. Das ist der Stefan Kulig. Die 161 und 10 auf. Das ist der Ingo Schulz aus Hochberg. Kreis Eckmann. Von der Volksbank 37 Minuten und 45 Sekunden seine Zeit. Mit der 49 der Bernd Kopfschulte von Christoph Witzel auf der Zielbahn, auch unter 38 hat er noch. Oh, 37, 58. Und die 194 platziert die Brust eines Läufers, der leider nachgelegt ist. Also sagen wir Gott sei Dank, aber ich kann ihn leider nicht nennen, weil ich den Namen nicht habe. Applaus für die Startnummer 94, den Max Leinbach vom ASV Duisburg. Weiter geht's mit dem Werner van Dongen vom TSV Witzel, dem Stammläufer. Ich denke mal, der hier über die meisten Läufe hier mit ihm absolviert hat. Werner van Dongen, vielen Dank für deine ständige Präsenz. Gefolgt von der Startnummer 116, das ist der Mario Pies. Mit der 39 im Zielanlauf, da haben wir den Chef Porto. Gibt nochmal Gas mit der 166. Das war unser Marcel Krüger aus Sickingen. Unter 40 Minuten, 39,15 seine Zeit. Jetzt liegt noch mal so. So, weiter geht's. Mit der Startnummer 172, der Benjamin Müller. Aber er läuft noch unter 40 Minuten. Ebenso wie hoffentlich Leute Tomauske, dem vor Wettlauf mit der 137. 137, gut trug der Rainer Pauschus. Der Leute Tomauske hat eben, wie ich sagte, noch ein Zeitrennen beim Duisburg-Stadtmeisterschaft gefahren. Für die zweitplatzierte Dame. Die Startnummer 5, gefolgt von der dritten, mit der Startnummer 175, das ist die Intra-Dizio. Die 192, die trägt sie ein Nachtwerker Läufer, mit der 122. Da haben wir die Patrick-Liga. Und hier die 5-platzierte Dame mit der Startnummer 96. Mit der 96 besonders aus
Kuban Sadler und Götze von Warschau Duisburg. Ja, die Laufzeit ist jetzt 30 Minuten, 36 Sekunden und wir haben schon sicherlich 30 Läufer bei uns Läufer gezogen. Also eine ganz hervorragende Leistung am Torbesetzten Feld. Rücke 121, gefolgt von der 119, sind im Ziel bei Franz von Bonn und die Claudia Röper als 506 platzierte Dame. Unter 41 Minuten läuft sie noch. 40 Minuten, 58 Sekunden. So, wenn jemand die 10 kann, kann zugekommen, die kleine Untermalung hat sich leider in Luft aufgelöst. Wir sind jetzt aber gleich, mit auf der Fahrt im Stadion. Ganz nackt spielen sie nicht und nackt läuft auch nicht die Stadion. 62 im Ziel, der Norbert Besing. Gefolgt von der 89, da haben wir den Michael Zalai. Und der 118, das war der Udo Kornhofer. Der Norbert Schmitz, beinahe muss kämpfen, da wird sich abgefangen. Von der 97 mit einem klassischen Nächsten, der Sascha Wartig vom ASV Duisburg, zeigt sich in seiner Behandlung. Und der 152 schließt sich gerade an, das ist der Benny Böck für den Backverlorenrenners. 42 Minuten Laufzeit. Eine weitere Dame, fantastische Laufzeit, noch bei den Frauen, muss ich wirklich sagen. Mit der 173 im Ziel, das ist die erste Verlust der Fischer Witze. Mit der 51, gefolgt von der 112. Da hatten sie mal den Ball mit. Ich habe mal einer Buchbach von der 101. So, was er jetzt an Expo-Nummer für den Start im Moment. 23 Jahre, ich weiß nicht, was ich gesehen habe, was er macht. Das war 28, das war ein Mann im Handel. 43 Minuten Laufzeit, 23. Das heißt, 4:15 Sekunden, 8 Kilometer. Die 175. Das ist ein Herzog, nicht, das ist die Startnummer. Das ist der Helmut Müller, gefolgt von Peter Werner aus Müller. Und ein weiteres Startnummer, mit der Startnummer 31, gesunder Applaus, 1:65. Das war der Bodo Renner aus Peter Wert. Ja, das ist ein schneller Start, da kann ich nicht mehr mit. In meinem Alter. So schnell kann ich nicht mehr fassen, aber 43 Minuten, 34 Sekunden. 100, 115, 118. Plötzlich eine weitere Dame in Fußburg mit der Startnummer 50. Und trotzdem, das ist die erste Kraft von dem Duisburg-Platz, ohne zu wackeln. Mit dem Erfolger der Kamera ist fertig, mit der 95. Und manchmal, wenn es noch knapp und dazu entführt ist, wenn es noch ein bisschen Gas gibt. Mit der Startnummer 17 ist die erste Dame der Sekunde Rademacher aus Brüssel. Und die 51. Der Falco Schatzer. Die 63 Meter Bühler. Sieger, Holger Brill, unser Apotheker. Vorher war das 2000 Sommer schlafen. Mit der Startnummer 13. Tolle Leistung, 44 Minuten. Und 40 Sekunden, gefolgt von Michael Wittmer, alle Achtung, Musa. Oh, wie nice. 40 Minuten, auf der 1.